Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Nico ist heute hier. Es ist sehr, sehr ungewohnt, Alter, weil eigentlich, wir haben dieses Jahr nur Videos zusammen gedreht, als wir diese cringy Ola Kala Videos, Vorstellungsvideos gedreht haben. Und ich glaube, der muss jetzt erstmal gucken, wie du dich jetzt gibst vor Kamera bei mir. True. Ja, das ist, glaube ich, wir werden heute aber Real Talk machen. Also, sobald wir reinkommen, wird das dann, glaube ich, auch erträglich für euch sein. Es ist eigentlich eine sehr witzige Situation, weil wir chillen mehr oder weniger, wir sehen uns jeden Tag, aber wenn die Kamera angeht, dann ist es immer irgendwie weird. Es sind viele Dinge weird. Okay, das fängt ja schon großartig an. Es sind wirklich viele Dinge weird. Kurze Werbung an dieser Stelle für Blinkist, ihr kennt's. Blinkist hat über 3000 Sachbücher, die ihr euch durchlesen oder anhören könnt. Die sind zusammengefasst. Und wirklich auf die Kernaussagen zusammengebrochen. Vor allem jemand wie Nico, der mag das, wenn nur das Wesentliche da ist. Eine Kunst, in der ich mich noch üben muss. Das Ganze funktioniert so, ihr habt eine App, die ladet ihr euch aus dem App Store runter und dann könnt ihr euch aus jedem erdenklichen Bereich von Psychologie über Produktivität, über Ernährungswissenschaften, whatever, also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Themenfelder, Geschichte und so weiter, könnt ihr euch reinziehen und dann könnt ihr euch dort verschiedene Bücher raussuchen, die ihr euch dann anhört oder anguckt. Also ich zum Beispiel mache das so, dass ich mir immer eins beim Spazieren pro Tag mir gönne und glaubt mir, das summiert sich. Ihr könnt 7 Tage das Ganze kostenlos testen. Ich würde euch das wirklich ans Herz legen, vor allem jetzt, wenn ihr noch ein bisschen Neujahrsenthusiasmus habt und vorhabt, vielleicht euch ein bisschen zu ändern an der einen oder anderen Stelle, könnt ihr euch vor allem, so wie ich das tue, vor allem wesentliche Informationen holen aus gerade den Dingen, die ihr relativ langweilig findet, beziehungsweise unwichtig und unwesentlich für euer Leben, weil vor allem mit diesen Unterschiedlichkeiten könnt ihr ganz viel Wert für euch entdecken, vor allem was Wissen angeht. Deswegen, Blinkist ist eine der größten Errungenschaften unserer neuen Wissensökonomie und ihr könnt die wirklich, probiert 7 Tage und ihr habt unten 20% für ein Jahresabo, wenn ihr es machen möchtet. Deswegen, Freunde, auch vielen Dank an Blinkist, dass sie dieses Jahr fleißig gesponsert haben an die ganzen Videos, sonst wären einige Videos auch gar nicht möglich gewesen. Deswegen, vielen Dank. Zieht's euch rein. Wir hatten dieses Jahr wahrscheinlich das krasseste, schlimmste, aber auch irgendwie schönste Jahr, also für mich persönlich. Und ich glaube, so in der Öffentlichkeit ist ein bisschen verzerrtes Bild entstanden, aber auch nicht zu Unrecht, so wie es zwischen uns beiden ist. Und deswegen eigentlich dieser Real Talk. Wir wollten euch einfach... Wir haben selber jetzt so ein bisschen darüber gesprochen in der letzten Zeit, aber nie so ultra ausführlich, beziehungsweise schon. Und deswegen, keine Ahnung, wir hatten sonst immer so viele Real Talks, wo wir über Sachen gesprochen haben, die uns passiert sind, Alter. Uns hat, ganz ehrlich, uns hat, ich glaube, also ich hab keinen Homie safe, nicht wie dich, mit dem so viele Schicksalsereignisse uns zusammen passiert sind und durch die wir zusammen durch mussten. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, so, weil das nervt nur, von Karl über dies, über das und so weiter, so bis heute. Aber das ist schon sehr, sehr krass, was eigentlich alles passiert ist. Und deswegen, ich muss selber hier gerade reinkommen, weil das ist für mich selber übel weird. Also ich glaube, wir haben damals ultra viele Videos zusammen gedreht. Und ich glaube, bei den Leuten ist halt so aufgekommen, so dieses, yo, Tim und Nico, die machen so mehr oder weniger alles zusammen. Ich habe ja auch damals öfter erzählt, dass wir eigentlich so mehr oder weniger jeden Tag miteinander chillen. Dass du eigentlich so wie meine zweite Hälfte bist, so damals, haben wir oft erzählt. Und dann kam dieser Break Anfang des Jahres und dann war plötzlich so mega unbewusst so eine Aufgabenteilung zwischen uns beiden, die es auch in einer gewissen Art und Weise von uns gefordert hat, dass wir nicht mehr die ganze Zeit zusammen hängen, zusammen chillen, sondern dass der eine sein eines Ding macht und der andere sein anderes. Für mich war das gefühlsmäßig jetzt nie so, dass ich gesagt habe, Tim ist jetzt für mich nicht mehr so wie damals. Aber es ist auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, dass es halt nach außen hin so gewirkt haben könnte, dass Leute denken, okay, wir machen jetzt irgendwie nicht mehr so viel miteinander, wir haben uns irgendwie persönlich gestritten oder verstehen uns nicht mehr so gut, was eigentlich überhaupt nicht so ist, aber wir können mal gerne heute offen darüber reden, was dieses Jahr eigentlich alles passiert ist. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, bei denen es dieses Jahr drunter und drüber ging. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele andere Leute auch noch, bei denen dieses Jahr viele Probleme da gewesen sind. Ist natürlich auch klar, warum das Ganze, der Grund, warum es passiert ist. Aber ja, ich glaube, es gibt die eine oder andere Sache, über die wir auf jeden Fall reden können, auch entwicklungsmäßig, was passiert ist, ja. Ja, von den zahlreichen Frisuren, die Nico dieses Jahr hatte, aber nee, also ich will auch gar nicht heute so einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, dass wir so erzählen, was für eine Fairy-Tale-Freundschaft wir haben, weil ich finde eigentlich, dass vor allem so dieser ganze Scheiß, der uns passiert ist, der hat uns zusammengeschweißt, weil eigentlich so vom Grundlegenden her, wir sind sehr unterschiedlich. Aber du bist, also für mich, wenn ich jetzt von mir spreche, du bist wahrscheinlich eine der ganz wenigen Personen, deren Meinung ich so ungeteilt sofort,
die ich extrem wertschätze. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, ich war am Anfang des Jahres und auch davor, war ich teilweise so ein unerträglicher Wichser, weil ich bin so ein sehr eigenartiger Typ mit eigenartigen Meinungen. Das ist extrem eigenartig, ja. Sehr starken Meinungen. So, keine Ahnung, Nico will chillen auf dem Balkon und dann komme ich auf einmal und die wissen jetzt, okay, jetzt werden die nur vollgemüllt mit dem Scheiß, der gerade hier abgeht, weil in meinem Kopf nichts anderes sich abspielt. Aber es ist auch sehr, manchmal schwierig ist, sich gegen mich durchzusetzen, so. Aber ich sag dir ganz kurz eine Sache, die mir so in letzter Zeit aufgefallen ist, die kann ich dir jetzt auch offen sagen. Ich schätze unglaublich an dir, dass du ein Typ bist, egal welche Kritik man dir an den Kopf wirft, du weißt irgendwie damit umzugehen, selbst wenn die Kritik extrem hart ist. Und das können tatsächlich die wenigsten, das muss ich dir tatsächlich positiv anrechnen, weil egal mit welchem Punkt man dich konfrontiert, du bist nie so, dass du sagst, ja, scheiß drauf, Digga, du bist eingeschnappt oder so, du probierst immer damit so konstruktiv umzugehen und das muss ich sagen, das ist eine sehr krasse Sache. Und du bist aber auch dazu in der Lage, guck mal, du kennst mich auch, Digga, du weißt sofort, du kommst und sagst, ey, Digga, Tim, guck mal, hier, du benimmst dich übel weird, warum machst du das, du redest hier voll den Müll, ey, hier, rede mal weniger, ey, das ist übel weird da und da, mach mal das und das anders und sonst hast du wenige Leute, die das auch trauen, sich das irgendjemandem zu sagen, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, aber also die Situation kommt schon, dass man es mit anderen Leuten hat, denen man die Meinung sagt oder mal halt irgendwas anderes sagt und es kann nicht so gut damit umgegangen werden. Bestimmt, also safe. Ich meine, wir kennen genug Leute, bei denen das ist. Man muss sagen, du bist ein sehr uniker Charakter und so, natürlich habe auch meine Probleme mit dir. Ich meine, wenn Tim probiert, witzig zu sein, kann das auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Aber ja. Ich glaube, wir haben einen anderen Humor, aber darüber müssen wir uns hier nicht streiten. Nein, also guck mal, ich glaube, das, was dich am allermeisten abfuckt über mich, weil ich will jetzt nicht anfangen mit den Sachen, wo wir uns so krass lieben und dies und das, ist, ja. Ich habe ein ekelhaftes Taktgefühl manchmal. Ich bringe Leute sehr gerne in so Fremdscham-Situationen. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, wenn man diese Fremdscham-Situationen bei mir erträgt, kommt manchmal auch ganz interessante Sachen bei rum. Weil ich kein Problem damit habe, das so, also so halt in Anführungszeichen cringe zu sein. Weil ich glaube, dass bei vielen dieser Cringe-Geschichten sich auch manchmal echt wertvolle Sachen entdecken können und dass wir oft sagen, ey, das ist nicht cool genug, deswegen schaue ich da nicht drauf. Ich finde, dass das eine Sache ist, die schade ist so in der Entwicklung online bei vielen Leuten. Das ist eine Sache, die habe ich dir auch gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Defizit von mir so. Ich kann das voll verstehen. Vor allem, weil du auch einfach, du verdienst dein Geld in der Öffentlichkeit, bist halt eine witzige Person so. Und wenn du zu viel mit mir abhängst, dann leidet es bei dir manchmal einfach so drunter. Ich glaube, das ist so für mich der größte Punkt, warum unter anderem sich's vielleicht nicht direkt bewusst so entwickelt hat, aber so unterbewusst. Die Zeit damals, wo wir halt übelst viel gedreht haben, war diese Business-Unternehmerzeit, wie sie ja immer so genannt wird. Und da war so die mäßig so, yo, ich chill jeden Tag mit Tim. Ich übernehme Tim seine Sitten und seine Gesten und werde so ein bisschen so ein Tim 2.0, aber probiere noch den einen oder anderen Joke rauszuhauen. Und ich bin halt so ein Schwarz-Weiß-Denker, das weißt du auch. Ja, ja. Wenn ich ein Problem erkannt habe und gesehen habe, okay, das war falsch in der Zeit, dann ändere ich das so um 180 Grad und mache es komplett andersrum. Und dann ist es halt mehr so, dass ich lieber gar nichts mehr mit dir zusammen gedreht habe, obwohl es halt eigentlich die Mischung gewesen wäre. Das stellt sich aber bei mir extrem oft im Leben heraus, dass ich so erst eine Sache extrem mache, dann merke, das ist übel scheiße, dann die ins andere Extrem lenkt, bis ich dann erkenne, wo ich, das, sag ich mal, die perfekte Mitte treffen muss. Und ich glaube, wir sind da auch, das ist, also das, was du vorhin zu mir gesagt hast, ist ja auch bei dir genauso. Also ich glaube, das größte Ding oder das, was mich dieses Jahr manchmal abgefuckt hat, war, dass du vielleicht nicht so viel auf mich gehört hast, wie du es sonst gemacht hast. Weil du dort diese Schwarz-Weiß-Sache hattest, weil du so warst, okay, der ist jetzt nicht lustig, aber der kann mir dann auch nicht in anderen Lebensbereichen irgendwie wertvolle Ratschläge geben oder so. Weil du weißt auch, dass ich das immer so positiv meine. Ich glaube, dass wir haben damals so viel miteinander gechillt. Guck mal, das war am Anfang war das ziemlich geil, weil wir haben was Neues gemacht, wir haben viel miteinander abgehangen dann, und wir haben ja auch nicht die ganze Zeit über irgendeinen Scheiß geredet. Dann sagst du, ey, ich schreibe gerade mit der Chick, ich sag dir, ich schreibe mit der Chick, oh, schau mal hier, schau mal dort, dann gibt's irgendwas Witziges, was dir aufgefallen ist, was übel interessant ist, du bringst mir übel interessante Gedanken über, die ich dann nachdenke, dann sagst du, ey, bring mir mal das, sag mal, was hältst du davon, dann lese ich darüber was, dann erzähle ich dir das. Aber irgendwann, wir hatten uns einander nichts mehr zu sagen. Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht, more or less, bis irgendjemand an deiner Tür stand oder du an meiner, ey, lass essen gehen, lass spazieren gehen, und dann läufst du da rum und dann redest du immer denselben Scheiß. Naja. Und die Gabe ist, dass du sofort gemerkt hast irgendwann, ey, das fuckt ab, so. Und ich sofort auch gecheckt habe, das hat ja nichts mit mir zu tun, sondern das ist einfach der Umstand, der ist dumm. Ich brauche länger, um sowas zu checken als du, ja. Das ist sehr gut. Und dann
glaube ich, hat sich das einfach normal in eine Richtung entwickelt, wo du wieder so ein bisschen zu dir selber gefunden hast. Und wir beide haben auch uns so krass abgekapselt, dass ich zu wenig mit meinen Freunden verbracht habe teilweise und du mit deinen. Ja? Ja. Und eigentlich unsere Freundeskreise sind ja auch eigentlich relativ gut connected, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die kommen alle sehr gut miteinander aus. Ich finde, die sind sich auch sehr ähnlich. Und jetzt glaube ich, diesen Ausgleich, den wir hatten durch unsere Freunde, der hat uns wieder richtig geholfen, damit wir auch unsere Rolle so im Privatleben wieder finden. Der ganze Ausgleich, also der stattgefunden hat, dass diese Situation, die wir damals hatten, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mies Business und dies, das, auch die dritte Person, die da noch involviert war, da waren wir so mäßig in unserem eigenen Film, hatten wir doch schon gesagt, dass übel wenig Zeit für unsere Freunde. Und ich glaube jetzt, gerade durch diesen Hardcut, und ich probiere immer das Positive zu sehen, gerade durch diesen Hardcut glaube ich, dass wir beide ein bisschen besser wieder zu uns finden konnten. Ja. Was unter anderem natürlich auch bedingt ist, dass wir uns jetzt vielleicht weniger gesehen haben. Was aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, was für mich gar nicht bedeutet, dass wir jetzt irgendwie weniger gut miteinander befreundet sind. Ich glaube sogar, dass es einiges gebracht hat für unsere Freundschaft, dass wir auch mal das Ganze aus einer etwas distanzierteren Perspektive betrachten können. Und ich denke auf jeden Fall so, das, was dieses Jahr passiert ist, ist im ersten Moment eigentlich voll die Scheiße. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist, glaube ich, zukunftsmäßig gesehen das Beste, was uns hätte passieren können. Von allen Perspektiven aus gesehen. Ey, ich kann das gar nicht besser ausdrücken, Alter. Und ich glaube, genau hier ist es auch so, dass für den Zuschauer das so entsteht, okay, weil man sieht ja immer nur Fetzen. Ja? Man sieht uns ja gar nicht so im täglichen Geschäft und in den Dingen, die online gar nicht abgehen. Sondern zum Beispiel jetzt, ich komme dann bei dir im Stream rein, dann will jemand irgendeine Meinung zu einem Scheiß von mir haben. Und dann, so wie ich halt bin, ich drücke das dann halt elend lange auf 18 Mal dieselbe Art und Weise aus. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Faktor, warum ich ein Problem damit habe, mit dir zusammen zum Beispiel in Livestream zu gehen. Weil für mich ist so, ich sehe einen Kollegen, der kommt bei mir vorbei oder einen Gast, mit dem ich normalerweise zum Beispiel Videos mache, sagt zu dem, ey, komm kurz, lass kurz reden, dies, das. Dann ist er 5 bis 10 Minuten da und dann so easy, ey, Bro, hau rein. Ja, ja. Du kommst halt rein und das ist gar nicht irgendwie vorwurfsvoll gemeint, dass ich dich scheiße finde oder so, aber es ist halt deine Art. Du kommst rein, es kommt eine Frage und du sitzt halt gefühlt 20 Minuten da und man redet so darüber, weißt du? Ja, ja. Und für mich ist dann immer so, immer wenn ich dich sehe, habe ich so eine Art Zeitpressure, weil ich so denke, okay, wenn Tim jetzt kommt, dann sind auf jeden Fall so mindestens 20 bis 30 Minuten weg, so weißt du? Ja, genau, und dann fuckt man die Zuschauer ab und das ist dann zu viel und so. Digga, ich bin übel unflexibel in diesem ganzen Vibe-Ding, Alter. Guck mal, wenn du jetzt sagst, ey, du bist da witzig und man guckt sich irgendwas an und das ist eine Sache, die hast du mir gesagt, die hast du mir vor ein paar Monaten gesagt und ich weiß noch, da waren wir da also quasi vom Bräuninger sind wir da zurückgelaufen, quasi dort auf der Straße dort, Eberhardstraße, genau. Ja, ja. Und dann hast du mir das gesagt und ich war so, ich habe das übel appreciated, weil ich das selber gemerkt habe, aber es ist gut, weil dann ist es ausgesprochen, glaube ich, dann ist es auch viel leichter, damit umzugehen. Weil, guck mal, das ist ja auch nicht eine Sache. Ich merke das ja auch bei anderen Leuten. Ne? Das ist so ein Defizit von mir, dass ich einerseits übel tief in irgendeinen Scheiß reingehe, aber dann auch nicht mehr so diese Flexibilität habe, normal da zu sein. Das ist Fluch und Segen zugleich für dich. Du hast so die Kunst dann, dadurch, dass du so tief in Themen reingehen kannst und dich so krass da reindenken kannst, hast du halt die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Auf der anderen Seite bist du halt interessieren die anderen Leute einfach nicht. Ja, aber das kann dir trotzdem was bringen. Aber bei teilweise oberflächlichen Themen bist du dann viel zu ausführend, weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. Zu ausführlich meine ich nicht ausführend. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das halt so eine Sache ist, wo ich ein starker, prinzipientreuer Charakter bin und du genauso. Und ich glaube, hier ergänzen wir uns extrem gut, weil du bist in dem, wo ich super schwach bin, bist du super stark und andersrum. Und ich finde, also das ist ja das, deswegen, ich denke immer in so einer Art von Schwarmintelligenz. Ich weiß, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht, damit gehe ich zu dir. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich weiß, du kannst sie wesentlich besser als ich. Nicht immer. Bei vielen Sachen ist das schon so. Also ich meine, guck mal, für mich sind Freunde wie so ein Charakterausgleich. Das heißt, ob das jetzt du bist, Maverick, Thomas, die Mitarbeiter oder wer auch immer, ich weiß. Diese Beschreibung. Was? Für mich sind Freunde Charakterausgleich. Ja, nicht alles. Du benutzt deine Freunde nur, um deine Schwächen auszugleichen. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß. Es ist auch gerade witzig gewesen. Ich bin nur gerade am Denken. Ich finde es auch ganz witzig, wenn ich so immer weiß, was eigentlich jetzt die angebrachte soziale Reaktion wäre, dass es hier normal und nicht autistisch wird. Da hast du auf jeden Fall auch deine Problemchen. Ja, übel. Ein soziales Taktgefühl ist manchmal ein wenig. Nee, und ich verstehe das auch, wenn du, alter Digga, wenn jetzt irgendwie neue Leute da sind oder so, wie man sich dann benimmt und so und wie das dann rüberkommt. Ich verstehe komplett, dass das sehr weird wirkt und auch online man nie so ganz weiß, was man damit anfangen soll. Deswegen war ich aber auch nie so pressure-mäßig. Das heißt, zum Beispiel dieses Jahr, Digga, obwohl das eigentlich übel scheiße war, ich bin nie zu dir gekommen, hab so gesagt, so,
okay, jetzt, ey, wir müssen Videos machen, man muss jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie so tun, als wären wir hier Best Friends und weißt du, was ich meine? Sondern das war, ist für mich vollkommen verständlich und normal immer gewesen. Aber das war für uns doch schon immer so, dass wir gesagt haben, ey, ganz ehrlich, man muss nichts irgendwie verdrehen, verbiegen und so tun vor den Leuten, wie es wäre. Man zeigt einfach so, wie es ist. Ja, ich glaube aber, dass dieses Jahr so viel passiert ist, wo wir nicht darüber reden konnten, ja? Wo wir ja, eigentlich. Gut, aber wir haben ja auch gesagt, dass es Dinge gibt, über die können wir nicht reden. Wir wollten darüber reden, aber wir konnten nicht. Ja, aber ich finde schon, dass es sowas, so einen kleinen Abbruch tut an Realness. Weißt du, was ich meine? So ein Maverick oder so von außen, der ist gekommen, als der wusste, dass alles passiert, dann kommt der und jetzt versteht er alles viel besser. Ja, aber ich sag dir auch auf der Seite, für mich ist es real zu sagen, dass man nicht darüber reden kann, weil man wirklich nicht darüber reden kann. Weißt du, was ich meine? Also, ich kann nicht hergehen und darüber reden, weil ich mich sonst selber ficken würde. Ja, ja, klar. Aber was ich meine ist, wenn du zum Beispiel jetzt mit Homies bist und du denen das halt erzählst und du weißt, du kannst denen vertrauen. Und eigentlich ist es ja im Internet irgendwie auch so. Wir reden ja eigentlich über alles Mögliche. Und das schweißt auch zusammen, weil man halt diese intimen Details weiß über das Leben von dem anderen. Und in dem Fall kann man es einfach nicht teilen. Und also ich zum Beispiel, also ich für meinen Teil, ich habe dann so ein bisschen mich da so ein bisschen entfremdet gehabt, weil, Digga, ich musste halt dann im Endeffekt das, was du Automatismus nennst. Ich war oben, du warst unten. Du hast gestreamt und in Anführungszeichen Geld verdient und ich habe oben irgendwas gemacht, was ich in meinem Leben noch nie in der Ausführlichkeit gemacht habe. Und eigentlich hätte ich auch lieber Videos gedreht, ich hätte lieber, weißt du, was ich meine, Podcast gemacht, all diese Dinge, die mich interessieren, noch mehr gelesen und so weiter. Und ich finde schon, dass es ein krasser Abfuck ist teilweise, weil wir immer zusammen über die Dinge gesprochen haben, die uns beiden passieren, aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, dass das immer das Wertvolle gewesen ist. Das ist unglaublich wertvoll. Ich muss auch wirklich immer wieder sagen, mir fällt immer wieder auf, dass gerade so die Seiten, wo wir uns ergänzen, was du gerade meintest, ich kenne niemanden, mit dem ich mich wirklich so extrem gut, also geschäftlich ergänze wie mit dir, weil es ist, wie du gesagt hast, teilweise gibt es Sachen, wo ich sage, das ist überhaupt nicht mein Ding, da ist aber Tim voll krass drin und dann können wir zum Beispiel in einem Meeting, wo wir zusammen sitzen, sagst du gehst bis zu dem und dem Punkt, da weißt du aber nicht weiter und da könnte vielleicht ich einspringen und genauso ist es andersrum bei den Themen, wo ich nicht weiterkomme, wo du weißt, was du zu tun oder zu sagen hast und ich muss sagen, das hat sich über die Zeit so entwickelt und das war auch nie so dieses Ding, wo man sich jetzt mega krass abgesprochen hat und gesagt hat, ganz klar definiert, du machst das, was wir auf jeden Fall aber noch machen sollten. Aber es hat sich auf jeden Fall schon sehr, sehr, der Weg hat sich für uns beide sehr automatisch begradigt, sage ich mal. Und es hat sich echt normal entwickelt. So. Extrem und ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie so richtig gehört, dass sowas so automatisch gut geklappt hat. Vielleicht auch nicht. Gibt es sowas öfter, aber keine Ahnung. Ich auch nicht. Und ich fand es auf jeden Fall krass. Und ich glaube, das war auch so einer der springenden Punkte, das ist auch, glaube ich, ganz interessant, weil dieses Jahr waren viele ekelhafte Umstände, war, als ich am Anfang des Jahres so gesagt habe, ey, pass auf, du hast mich erstmal darauf hingewiesen, dass es diese Unregelmäßigkeiten gab, wo dann 3-1 passiert ist und wir quasi nur noch zu zweit waren. Und ab dem Zeitpunkt war ja alles übel ungewiss. Man hatte auf einmal Schulden, die man heute also alle beglichen hat, by the way, und die waren gigantisch und die waren genickbrecherisch. Du wurdest dazu gezwungen, viele Dinge, die du dir mit deinem Geld erarbeitet hast, Privilegien beiseite zu schaffen, also nicht mehr zu genießen, du musstest die abgeben, ob es jetzt Autos oder Wohnungen und so weiter und so fort und hattest die Ungewissheit, weil du jetzt eigentlich nicht wusstest, was passiert gerade. Und dann war jetzt die Entscheidung im Raum, okay, wir waren uns da nicht sicher. Ich war halt jemand, der gesagt hat, ey, lass uns das versuchen, das zu machen. Und du warst so, ey, ich check da gar nichts mehr durch. Das ist einfach nur Abfuck. Ich will nicht mehr gerippt werden. Ich weiß nicht mehr, wem ich vertrauen kann und wem nicht. Und ist es jetzt, wie macht man das mit diesem Unternehmen? Feuert man diese Leute? Wen feuert man nicht? Macht man weiter, macht man nicht weiter? Und das sind Dinge, wo wir beide, ja, also als Freunde, als Geschäftspartner, wie auch immer man das jetzt nennen möchte in dem Fall, ich finde, das sind sehr fließende Grenzen, auch wenn viele sagen, dass man das nicht so betrachten sollte. Aber ich glaube, dann entstehen diese Automatismen, weil das Erste nach Kompetenz ist einfach Vertrauenswürdigkeit. Und ich kenne echt niemanden, dem ich so vertrauen kann wie dir, weil du echt ein sehr, sehr korrekter Typ bist. Und das sage ich nicht, weil wir uns Herzchen auf WhatsApp schicken und weil wir irgendwelche Bruderbekundungen im Internet raushauen, weil es gut kommt im Internet, sondern weil wir viele Situationen hatten, wo es um verfickt viel Geld ging, um verfickt viel Substanz und Dinge. Und wir waren immer einer Meinung. Und wir waren unterm Strich immer einer Meinung. Aber bis wir zu einer Meinung gekommen sind, haben wir uns auch intensiv, ich würde nicht sagen gestritten, aber wir hatten auch krasse Meinungsverschiedenheiten, die dann die auch noch dazu gekommen sind, wo wir halt krasse Entscheidungen treffen konnten, die über dich und mich hinausgingen. Verstehst du, was ich meine? Ich finde halt gerade dieser Punkt, übrigens, sorry, falls ich ein bisschen verklatscht aussehe, ich bin echt extrem müde.
dieser Punkt mit dem Vertrauen ist für mich eine ganz, ganz große Sache und ist auch ein unglaublich großer Faktor, den ich gerade noch auch am Lernen bin. Und zwar, wie man vertraut und wann man vertrauen sollte und wann das Vertrauen wie groß sein sollte. Und gerade sowas, was du gerade gesagt hast, solche Situationen, die du zusammen durchmachst und wo du wirklich das Handeln des anderen ungefiltert sehen kannst, das beweist für mich wahres Vertrauen, ob du vertrauen kannst oder nicht. Und das ist für mich einfach so eine Sache, wo dieses Jahr sehr, sehr intensiv war, Thema Vertrauen, was auch nach wie vor intensiv für mich ist, weil ich glaube, ich habe da größere Schwierigkeiten als du. Aber ich weiß auch, dass ich daran arbeiten muss. Weil du auch mehr verloren hast als ich. Ja, aber für mich ist es, guck mal, das ist auch so eine Sache für mich, weil voll viele immer so gesagt haben, yo Digga, voll krass, wie du das machst und so, dass du dann Auto abgibst und Wohnung abgibst und dich juckt's mäßig gar nicht oder so. Aber für mich ist so, ich denke mir so, wofür brauche ich den ganzen Scheiß? Eigentlich braucht man das gar nicht. Wenn es einem so klar wird, wenn man mal die ganze Scheiße hatte, ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so sein muss, dass man krasse Sachen gehabt haben muss, um zu schätzen oder um zu wissen, dass man das nicht braucht, sage ich mal. Aber bei mir war es zumindest so, vielleicht bin ich da ein bisschen dümmer als andere. Aber das ist einfach nur die Gelegenheit. Ja, jetzt wo ich es nicht mehr hatte, habe ich ganz genau gewusst in der Zeit, okay, wir ziehen an einem Strang, man braucht die ganze Scheiße nicht und man ist trotzdem irgendwo glücklich. Dieses Minus, das ich in der Zeit hatte, hat mir einfach nur nochmal die Möglichkeit dazu gegeben, über dieses ganze Thema zu reflektieren und für mich wirklich zu wissen, es ist geil, Geld zu haben, es ist nice, einen geilen Wagen zu fahren, alles drum und dran, aber es ist absolut nicht notwendig, um glücklich zu sein und um in Erfüllung zu leben, sag ich mal. Es war eine unglaublich gute Erfahrung für mich deswegen, weil eigentlich kann ich über die Zeit nicht sagen, oh, das war mega schlimm oder mega scheiße. Es hat sich eigentlich gut angefühlt, zu wissen, dass man es nicht braucht und zu wissen, dass man Leute hat wie dich, mit denen man in richtigen Scheißzeiten zusammen an einem Strang ziehen kann und nach vorne gehen kann. Das ist eine richtig, richtig krasse Lehre dieses Jahr gewesen und das ist auch einfach unglaublich nice gewesen. Und das, Digga, ich schwöre, Das war bei mir genauso wie wir beide abgefuckt worden sind, war eigentlich das, was immer zusammengehalten hat, waren halt du und ich. Und ich fand zwei Sachen schade. Ich fand es halt schade, dass es in der, also nicht, es geht mir gar nicht um die Öffentlichkeit, mir geht es nicht darum, was denken andere Leute über dich und mich, sondern was, ich glaube, die zentrale Sache, die ich immer ein bisschen schade fand, war, dass niemand so hinter die Kulissen blicken konnte und verstanden hat, dass du A, paranoid bist und ein Vertrauensproblem hast, mit einem großen Grund, also nicht ohne nichts, ja, dass es einen Grund hat, wieso du quasi so bist. Und in der Öffentlichkeit, zum Beispiel, ich fand es in Spendys Diss-Track, war das so eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil ich war ja da auf der Bank draußen, habe euch zugeguckt, als ihr da Livestream gemacht hat und so, dass er quasi sagt, ja, du bist ein Egoist. Und du warst so verloren mit deinem eigenen Scheiß, weil du warst überwältigt, du wusstest nicht, was du machen sollst, du wusstest, okay, gut, du gehst jetzt dahin, du streamst und du machst, damit du weißt, da können auch Mitarbeitergehälter bezahlt werden und Schulden abgetragen werden, für die du eigentlich nicht verantwortlich bist. Beziehungsweise du bist juristisch in Anführungszeichen verantwortlich dafür, aber du bist nicht das Arschloch gewesen, der das gemacht hat. Ja. Und dann, weißt du, ich weiß das alles, bin aber woanders und wir beide haben so viel zu tun, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben, uns darüber zu beschweren oder darüber viel zu sprechen. Ja. Und es geht in einem Tempo voran. Ich meine, man muss ja auch gucken, wir sind, darüber haben wir jetzt auch gesprochen, wir sind ja eigentlich die Einzigen in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen die Einzigen oder so, aber ich kenne nicht wirklich YouTuber, die so YouTube machen und in der Öffentlichkeit stehen und auf der anderen Seite so Sachen machen wie das Textil, was wir machen, oder Kala. Das ist eigentlich das meiste, was Leute machen. Und dann machen wir noch diese Fitness-Sache, wir machen richtige Produkte und haben quasi nächstes Jahr über 15, fast 20 Mitarbeiter. Also es kommen 5 Stück jetzt. Und auch diese Verantwortung, wie man mit diesen Leuten umgeht und dass du dann dort als in Anführungszeichen Egoist dargestellt wirst von verschiedenen Leuten, weil du ein Vertrauensproblem hast und nicht, weil du ein Egoist bist. Also du handelst wirklich alles andere als egoistisch, aber ich verstehe, wieso Leute denken, du bist ein Egoist. Guck mal, damit ich das vielleicht mal ein bisschen besser erklären kann, damit Leute das vielleicht nachvollziehen können. Nachdem, was passiert ist, war es für mich eine Zeit lang so, kann man sich gerade vielleicht vorstellen, wie Gamora, die Serie, die ich gerade gucke. Ich rede mit einem und der erzählt mir, ja, lass so und so und so machen. Meine Gedanken sind im ersten Moment so, ja, nice, hört sich gut an. Und direkt im nächsten Moment kommt dieser Paranoia-Gedanke von wegen, aber was ist, wenn er das macht, um mich abzuziehen?
egal mit welchen Leuten ich geredet habe oder welche Situation es war, bei mir kam immer wieder dieses Paranoia-Gefühl von wegen, hey, der will ich rippen, der will ich abziehen, du musst aufpassen, Digga, du musst aufpassen. Vielleicht sagt er das nur, weil er das so und so machen will, um dann das und das zu machen. Und das ist für mich ein Gedanke, der geht mir immer wieder durch den Kopf, wenn mir Leute irgendwas vom Business erzählen oder irgendwas von so und so musst du dein Geld verwalten, bla bla, dies, das, alles drum und dran. Und ich habe da richtige... Das ist für mich jetzt kein Zustand, wo ich sage, oh, ich habe schlaflose Nächte oder so. Aber in Bezug auf mein Business und in Bezug auf mein Vertrauen im Business ist es wirklich sehr, sehr, sehr krass geschädigt und so. Und das dauert einfach seine Zeit, bis ich das wieder aufbauen kann und bis mir jemand sagt, ey, Bro, jetzt mal auf gut Deutsch schon gesagt, kannst du mir 500 Euro leihen? Voila, ich gebe sie dir morgen zurück. So, weißt du, ich meine? So, das ist einfach, keine Ahnung, ist halt scheiße gelaufen, was soll ich sagen? Aber so ist es halt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber guck mal, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich will jetzt hier gar nicht deinen Anwalt spielen, Digga, aber wir haben halt dieses Jahr viele Leute gefunden, die uns abgezogen haben. Wir haben generell schon viele Leute gefunden, die uns abgezogen haben oder abziehen wollten. Das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. So, und das ist ja auch normal, dass du dann dich fragst, okay, bin ich zu weich mit Leuten, sollte ich anders umgehen mit Leuten, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen, ja. Weil du merkst offensichtlich, okay, du hast noch nicht den Mechanismus gefunden, wie du Leuten vertraust oder nicht. Nee. Und okay, wir sind jetzt vielleicht nicht die hellsten Kerzen auf der Geburtstagstorte, aber ich würde uns auch nicht als so dumm einschätzen. Also wenn ihr jetzt auch sehen würdet, was hinter den Kulissen da abgeht und so, was ihr leider nicht könnt, dann würde man das sehr viel besser verstehen. Aber es ist nicht so offensichtlich, Digga, also wir leben in einer Welt, in der sehr viele Leute einfach Interessen haben und lügen. Also es ist ganz banal. Es ist aber so. Und für mich wird immer eine Sache die bleiben, die entscheidend ist, und zwar, ich will einfach gerade durchs Leben gehen und für mich währt Ehrlichkeit in dem Fall am längsten. Und für mich ist diese eine Thematik, ehrlich zu sein, und die andere Thematik für mich, meinem Hobby nachzugehen, ohne dafür das Geld benötigen zu müssen. Das heißt also, YouTube-Videos zu drehen oder irgendwas in der Öffentlichkeit zu machen, was mit Streaming oder was auch immer das jetzt ist, das muss für mich immer diese Sache bleiben, wo ich sage, weil guck mal, selbst in der schwierigen Zeit kann ich sagen, ich mache das gerne und ich mache das auch gerne, ohne dafür jetzt krass entlohnt zu werden, weil ich es einfach von Herzen aus gerne mache. Und das sind für mich die zwei Faktoren, die müssen für mich einfach eine Konstante in meinem Leben sein. Und so kann ich das machen, was ich mache. Ja, und das war auch immer so. Und ich glaube, das ist ultimativ, was uns so zusammenschweißt und was uns auch so ähnlich macht eigentlich, obwohl wir sehr unterschiedlich sind, ist, weil wir, glaube ich, da diese Prinzipien beide sehr stark sehen. Also egal was, ich glaube, es ist so ein bisschen bei uns auch so mit den Mitarbeitern, es ist so ein bisschen wie mit Mama und Papa. Wenn ich zum Beispiel sage Nein zu irgendwas, dann geht man zu Nico und versucht dort, weil Nico da ein bisschen netter ist manchmal als ich. Oder ja. Ich glaube, damit die Leute auch mal ein bisschen so ganz genau mal so wissen, was eigentlich abging. So, du sagst ja immer, ja, ich war unten, hab sozusagen das Geld verdient, in Anführungszeichen. In der Zwischenzeit hat Tim halt oben im Office alles gemanagt. Ich habe wirklich, Tim hat, glaube ich, in seinem Leben, in diesem Jahr, nicht nur einmal eine 180-Grad-Wendung hingelegt, sondern so ungefähr 17 Mal. Du hast dich wirklich, ich habe gefühlt, ich bin jede Woche neu ins Office hochgekommen und Tim war wieder ein anderer Mensch, aber nicht im Sinne von, der hat sich jetzt irgendwie verändert und trägt auf einmal Irokese oder sowas, sondern der war einfach anders plötzlich. Der sagt, ja komm, wir machen das so und so, und der Tim von damals, der hätte halt so gesagt, ja Mann, ey, lass mal dies und das machen, ich gehe mal nach der Arbeit erstmal mies einen Schürfen, Digga, und dann lass mal gucken, dass wir das in 2-3 Jahren machen. Mittlerweile, du gehst hoch, und Tim sagt, lass so und so machen, und gefühlt 5 Minuten später ist das Thema in Angriff genommen. Tim hat oben angefangen, sich um die Mitarbeiter krass zu kümmern. Ich glaube, Mev, ich weiß es nicht, ich glaube, du, es war okay, oder? Okay. Ja, okay, gut. Tim hat angefangen, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, hat geguckt, dass Strukturen und Prozesse optimiert werden, hat sich richtig, richtig krass ins Zeug gelegt und hat sich wirklich geisteskrank entwickelt. Dass Tim auf jeden Fall wirklich ein absolut Hut ab von mir an der Stelle, krasser Geschäftsführer geworden ist. Es ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber ich glaube, das gibt es in jedem Bereich immer. Digga, sehr viel Luft nach oben. Absolut, aber ich glaube, Tim, seine Vision und meine, die stimmen auf jeden Fall überein, und Tim und ich finden immer mehr unseren Platz in der Firma und was wir zu tun haben. Und da bin ich unglaublich stolz auf dich, Digga, ohne Witz. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall unser Ding machen. Ey, ich kann gar nicht mit sowas umgehen, Bro. Das weißt du auch, du Arschloch. Muss mal gesagt werden. Digga, danke. Was soll ich sagen? Ich weiß es krass zu schätzen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, dass ich extrem glücklich bin über die Leute, die da sind. Ich bin extrem glücklich auch, dass du vor allem Vertrauen gefunden hast, auch in die Leute.
Ich glaube, das ist mir das Wichtigste gewesen. Das ist das, was mir immer am allermeisten, glaube ich, wehgetan hat, war, dass wir so Parallelwelten hatten, wo du quasi unten halt abends kommst, weil du halt dann streamst lange und dann halt spät quasi schlafen musst, weil du so lange streamst. Und dann geht oben was anderes ab und du kriegst es nicht so richtig mit. Und die Leute identifizieren sich mit dir, aber du hast einen anderen Struggle. Aber eigentlich arbeitest du für die, damit deren Gehälter gezahlt werden können. Die sehen dich aber nicht so wirklich. Es war schwer zu durchblicken, was da eigentlich passiert und aus welchen Gründen das passiert. Und ich kann auch verstehen, dass es für Leute, die bei uns arbeiten, nicht so ganz ersichtlich ist oder war, was da genau passiert ist und warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Ich glaube, wir wussten nicht mal selber, warum genau das so passiert ist. Es war irgendwo instinktiv, was wir gemacht haben. Und deswegen war das auch sehr schwierig greifbar, erstmal für uns, aber im gleichen Zug natürlich noch viel schwieriger für die Leute, die für uns arbeiten, was da eigentlich passiert ist. Aber ich glaube, unterm Strich... Ich will gerade... Sorry, dass ich unterbreche, Bro. Ich habe mir vorgenommen, das auch nicht zu machen eigentlich. Aber was ich gerade sagen will, ist, du hast deine ganze Zukunft in unsere gemeinsamen Hände gelegt und hast gesagt, ich vertraue diesen Leuten, ja, dass daraus noch mehr Wert rauskommt, dass diese Vision, die wir haben, wir die verwirklichen und nicht ich kapsel mich ab von der gesamten Welt, weil ich wurde jetzt mehrmals in meinem Leben gefickt und beklaut und beraubt und vertraue keinem mehr. Mhm. Und glaub mir, ich hätte es verstanden, hättest du das gemacht. Und ich will nur sagen, an der Stelle, dass ich da extrem stolz bin auf dich, dass du trotz diesen, also wirklich, viel schlimmer geht nicht. Also das Einzige, was schlimmer ist, ist Familie, Gesundheit und diese Sachen, was da passiert ist. Ja, geschäftlich ist es absolut, wahrscheinlich das Schlimmste. Ich glaube auch nicht nur geschäftlich, Digga. Ganz ehrlich, kannst du nicht sagen, dass es nur geschäftlich ist, Alter. Du hast doch, Digga, man konnte keinem mehr, wir waren traumatisiert. Ist doch einfach so. Man ist traumatisiert und du hast trotzdem, du hättest sagen können, scheiß auf alles, ich rette meinen eigenen Arsch. Hast du gesagt, ich gehe jetzt in noch größeres Risiko, weil ich Verantwortung gegenüber habe diesen anderen Leuten und mache das auch für die, auch für dich. Und das ist das, hier will ich einfach nur ein krass Lob aussprechen, weil es mich abfuckt, dass in der Öffentlichkeit auch von anderen Leuten so hin und wieder dargestellt wird, dass du ein Egoist bist. Weil du hast, Digga, du hast deinen ganzen eigenen Arsch verwettet, Gott sei Dank, auf diese Leute, für Menschen. Du hast aus deiner eigenen Tasche Gelder bezahlt von Leuten, die du hättest nicht bezahlen müssen. Und das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Und glaub mir, das wissen die auch. Und es geht mir hier gerade nicht ums Geld, sondern es geht mir einfach darum, dass man unter Risiko und eigentlich, obwohl es eigentlich so von außen ausgehen hat, als würde es gar keinen Sinn machen, man es gemacht hat. Es gab einfach eine Entscheidung für mich und die hieß am Stichtag, jo, entweder wir machen das zusammen oder wir machen es nicht zusammen. Ich habe gesagt, wir machen es zusammen und dann machen wir es auch zusammen. Und ich stehe zu meinem Wort. Und das ist sehr, sehr, sehr krass. Also, Digga, ich weiß nicht, was ich jetzt noch weiter sagen soll. So, es ist, ich glaube, erstmal, was mich freut oder was, glaube ich, jetzt so im nächsten Jahr da abgeht zwischen uns beiden ist, mich freut sehr, dass du gelernt hast, bei paar Dingen mir zu vertrauen. Also, was einfach so Sachen angeht, wo du sagst, okay, das weiß der wirklich gut. Ja. Das lohnt sich, dem dazuzuhören. Dass ich dir niemals deine Witze vorschreiben werde, damit, glaube ich, müssen wir beide leben. Wir werden auch noch viel lernen die nächsten Jahre. Und ich glaube, das ist die schönste Eigenschaft an dir, sage ich dir ganz ehrlich, dass du extrem, extrem aufnahmefähig bist, was sowas angeht. Du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Dasselbe, was du zu mir gesagt hast. Manchmal habe ich meine Probleme, das herauszufinden, weil ich denke vielleicht, ich weiß aber gar nicht. Aber ich komme auf jeden Fall irgendwann auf den Trichter, dass ich es dann... Aber das ist nur ein Vertrauensproblem. Das war davor nicht so. Glaub mir, das ist nur ein Vertrauensproblem. Und das ist nicht ein Vertrauensproblem mir gegenüber, sondern das ist ein Vertrauensproblem, was du generell noch in dir trägst. Aber ich will gerade sagen, ich glaube... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Digga. Ey, geh mal kurz. Du kannst mir nur kurz bitte das Wasser geben, Bro. Damit ist jetzt... Weil wir haben ja jetzt schon einen halben Podcast gedreht. Jetzt weiß ich es. Guck mal, du bist Typ, du machst kurz und knapp, du bist lustig... Du hast deine Person in der Öffentlichkeit und ich finde es auch richtig schön, dass es manchmal solche Sachen gibt, wie das hier jetzt oder was wir früher manchmal öfter gemacht haben. Es darf nicht zu oft sein. Ich finde es aber sehr gut, dass man einfach sieht, was für ein vielschichtiger Typ du bist, Alter. Und ich finde, mit den Vlogs war das eine übel baba Sache. Ich finde es schade, dass es jetzt wegen Corona und so nicht geht, weil es auch eine Sache ist, die mir persönlich einen Ausgleich gegeben hat. Weil du gibst mir einen Ausgleich, Digga, wenn ich mich einsperre und irgendwie Buch lese und dann komme und nur irgendwie über langweiligen Scheiß mit anderen Leuten sprechen will und ich gar nicht weiß, wie ich so auch die Wünsche meiner Mitmenschen respektiere, was übel wichtig ist. So egal, was für Interessen die haben oder nicht. Und das ist dieser Ausgleich, den du mir gibst in meinem Leben. So, weißt du, was ich meine? Und das hört sich richtig dumm an, aber du hast extrem viel auch beigetragen zu meiner persönlichen Entwicklung. Auch zu dieser Entwicklung, für die du mich gelobt hast, hast du extrem viel beigetragen. Weil du gesagt hast, ey,
so sollte man das tun. So, und dann weiß ich, okay, gut, jetzt kann ich so das durchdenken, weil wir das gemeinsam entscheiden. Und ich finde, das ist eine Sache, die ich persönlich noch schade finde, dass du da noch mehr zu dir finden kannst, weil du eigentlich, du bist ein viel helleres Kerlchen und ein viel wertvollerer Typ, als du eigentlich denkst und viel mehr als nur dein Humor und InScope 21. Und das ist das, was ich mir wünsche, auch für dich, fürs neue Jahr, ist einfach, dass du da, ja, dass du halt einfach Vlogs machen kannst, diese Corona-Kacke vorbeigeht und so weiter und so fort. Weil ich finde, Digga, ich seh dich halt mehr hinter der Kamera und als Nico, als so mein Bruder. Ja. Und ich finde, das ist richtig, es ist für mich wirklich manchmal painful mit anzusehen, dass du so hardstuck bist in deiner Rolle und die machst du extrem gut, aber dass du noch so voll viele andere bereichernde Persönlichkeitsmerkmale hast, die Leute in der Öffentlichkeit gar nicht sehen. Ich finde es übel schade, ich meine es todernst. Ja, dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass du die förderst. Und ich versuche das zu fördern. Und andererseits genauso das, meine ekelhafte, unausstehliche, taktlose Art manchmal, da ist Nico mein Meister drin. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach für uns beide zu wissen, dass man einfach niemals auslernen wird, man wird niemals der Beste sein und man wird auch niemals alles perfekt machen, aber man sollte immer dafür offen sein, was Neues lernen zu können, weil nur so kannst du besser werden. Also der Beste, ich sag's ja ganz klar, ich will, dass wir die Besten sind. Das ist mir ganz wichtig. Also das will ich. Dass es unrealistisch ist. Das heißt nicht, dass unser Anspruch sinken sollte. Ja, ich weiß. Okay, jetzt können wir uns gleich streiten. Nein. Aber ich glaube, das ist unser Anspruch auch fürs nächste Jahr, Digga. Ich glaube, wir haben uns so viel vorgenommen. Ey, guck mal, ich will nur einmal zusammenfassen, Digga. Wir hatten die schlimmsten Karten, die man haben kann. Also die ich hatte in meinem Leben, was das angeht. Und wir haben es geschafft, das Beste draus zu machen. Und von Leute feuern, also darüber sich unterhalten, zu jetzt noch mehr Leute einstellen, noch krassere Produkte machen, mit Schulden noch, also die Qualität ist besser geworden. Allein schon, dass wir diese Kameras gekauft haben, was war das, wo wir uns durchringen müssten? Wo wir sagen, okay, man, die Leute brauchen Qualität. Mikrofone, dieses, all diese Kleinigkeiten, die ihr nicht seht, und genau das gedenken wir auch besser zu machen. Und ja, ich würde es auch gar nicht abkauen, auch vor allem dir nicht, Digga, aber ich weiß, dass diese langen Sachen gar nicht so dein Ding alles sind. Alles gut, ich bin entspannt. Aber ich finde es schön, weil Digga, ich weiß, ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, Alter, das auch mal irgendwie zu sagen. Und auch noch viele, viele andere Sachen, wo ich das Bedürfnis habe. Aber ich glaube, das Schicksal... Zu deiner Aussage, dass ich immer in meiner Rolle bin in deinen Videos, habe ich heute einfach mal mich so gegeben, wie ich mich fühle. Nee, das finde ich stark. Einfach müde, Digga. Ja, das ist auch gut, Digga. Das ist, also das ist auch gar kein Vorwurf. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich meine, so wenn wir so Lakala-Videos machen und du dann halt... Okay, nee, ich wäre jetzt in deinem Video tatsächlich heute auch ausgerastet, hätte ich mich danach gefühlt, aber ich fühle mich gerade nicht danach, Digga. Ja, das finde ich aber gut. Da ich gehe jetzt gleich zu meinen Eltern, esse zu Abend und besaufe mich, Digga. Weil heute Silvester ist. Schon wieder. Ja, schon wieder. Entertainer-Bier-Gewohnheit. Nein, nichts Bier, Digga, wird miese Uso gesoffen. Ja. Nee, Digga, also ich glaube, das dauert noch so ein bisschen, bis wir da so ganz bequem miteinander sind, weil, Digga, das ist ganz weird irgendwie. Wir sehen uns fast immer, wir haben da übel viel miteinander zu tun, aber ich bin auch immer nur zu Nico gegangen, wenn es irgendwas gab, so Geschäftliches, weil anders, ich hatte keine, also so, weder du noch ich hatten Zeit. Man muss auch ganz klar sagen, es war auch einfach ein großes Zeitproblem, das sich jetzt in der Hinsicht legen wird, weil es gibt jetzt einfach... Es werden jetzt Aufgaben klarer eingeteilt und deswegen werden wir jetzt auch mehr Zeit haben, über die Themen zu reden. Es gab halt auch ziemlich viele Missverständnisse und Dinge, die einem nicht so richtig klar gewesen sind im ersten Moment, weil der eine mit seinem eigenen Ding, einen Ding beschäftigt war, der andere mit seinem anderen und man einfach keine Zeit hatte, jetzt großartig darüber zu reden. Ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel, okay? Wir haben, weil wir halt so ein bisschen beide gefickt waren im Kopf, weil das damals halt so außer Kontrolle gelaufen ist, haben wir das halt so gemacht, dass jetzt jedes, quasi alle Euros, die rausgehen, also auch wirklich 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, dass die quasi bestätigt werden müssen von uns beiden, ja. Okay, was aber bei einem Unternehmen dieser Unternehmensgröße, irgendwann merkst du, wie absurd es ist, dass wir beide uns die ganze Zeit hinterher rennen, Nico, mir und ich ihm, wo wir dann darüber reden, ey, geben wir diese 50 Euro aus. Und dann haben unsere Gespräche vielmehr darin bestanden, dass wir beide uns halt hinsetzen und über irgendwelche belanglosen geschäftlichen Sachen sprechen, wo, okay, kaufen wir jetzt Helium-Kanister für das Shooting hier und kaufen wir dies und das. Und ich weiß, dass man das mit Gesamtbudgets macht und so, aber wir wollten das halt alles super korrekt machen, dass wir das halt lernen. So nach dem Motto, okay, du musst mal gekellnert haben, bevor du ein Restaurant führst. Und es war eine sehr, sehr wichtige Sache, wo wir halt nur zu spät den Absprung geschafft haben. Und ja, dann, aber ich finde, das ist auch eine mega gute Lehre. Und da sieht man einfach, wenn das Unternehmen größer wird, wo ist das Potenzial, dass man einfach von Leuten gerippt wird, denen man nicht vertrauen kann. Und wenn du Leute hast, ja, denen du vertrauen kannst, dann ist das super. Aber so sieht man auch, wie in größeren Unternehmen,
ja, dann wird halt ein Budget freigegeben von x-tausend Euro für dieses und dieses Projekt. Und dann sagt der Projektmanager oder was weiß ich, was sagt halt, jo, perfekt, dann drücke ich da mal auf die Sparflamme und von dem Rest wird dann irgendeine Rotze gekauft, wo er sich selber dran bereichert. So, ja. Es gibt überall diese Lücken und da ist es einfach wichtig. Gucken wir uns Wirecard an. Ey, brutal, was teilweise alles gibt und ganz viele andere Sachen noch. Aber da ist es einfach das Wichtige, dass man Leute hat, denen man vertrauen kann, weil dann kannst du auch einfach sagen, hey, diese Person wird danach gucken, dass das Optimale für uns alle dabei rausspringt. Und ich sag dir, das ist nicht einfach, Mann. Und das Wertvollste ist einfach nur diese Erfahrung gemacht zu haben, wo wir jetzt nicht darüber sprechen, wo wir beide einander hätten abrippen können. Und es nicht gemacht haben und das mehrfach nicht gemacht haben. Und das ist dieses Vertrauen, Alter. Und deswegen auch das, wo Nico immer zu mir gesagt hat, Digga, wir müssen mehr nach unseren Homies schauen. Das war immer was er mir gesagt hat, weil ich halt so, ja, ich war so immer, ja, ich will gerne nach meinen Homies schauen, aber ich habe keine Zeit, Digga. Also ich muss jetzt hier diesen Scheiß machen, sonst sind wir alle gefickt. Und er aber unterm Strich recht hat. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Es gibt tausend Sachen, glaube ich, die man irgendwie sagen kann und so, aber ich glaube, wir werden jetzt auch mehr oder weniger euch da immer mehr ein bisschen zeigen und ihr werdet sehen und so weiter und so fort. Und es entwickelt sich jetzt auch, aber ja, ich glaube, dieser Wendepunkt ist erreicht, wo wir jetzt unter diesem massiven Stress stehen und eigentlich auch gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und es ist echt, echt dankbar bin ich. Ich bin dir dankbar und ich bin auch jedem Einzelnen dankbar, der das ermöglicht hat. Ich sag's euch auch ganz offen, ey, wäre Ola Kala auch nicht so gut gelaufen und hätte das nicht, da wäre, also wir sind da echt, wir hatten so viel Glück dieses Jahr, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ja. Bei dem ganzen Pech hatten wir nochmal doppelt so viel Glück dieses Jahr. Wir hatten krass viel Glück auch. Ja. Wir hatten also doppelt man kann jetzt nicht die ganze Zeit davon reden, dass wir die krassesten sind, dass wir es aus der Situation rausgeschafft haben. Wir hatten auch krass viel Glück, Digga. Ja. Wir hatten krass viel Glück, dass wir solche Leute haben draußen, die uns auch supporten und die uns auch in der Zeit krass unter die Arme gegriffen haben. Also das ist nicht selbstverständlich, Mann. Und wir werden nächstes Jahr euch zeigen, ne? Das seht ihr, Maverick ist beispielsweise jemand hier jetzt, der gekommen ist vor ein paar Monaten und jetzt hier arbeitet. Auch diese ganzen Mitarbeiter, die dort sind, das ist wie der verlängerte Arm von euch, weil 95% der Leute, die bei uns arbeiten, sind gute Freunde von uns, die kompetent sind, wirklich, vertrauenswürdig und die einfach diese Videos geguckt haben. Und deswegen, ich will mich da nochmal für bedanken, aber auch sagen, ey, ganz klar, das ist jetzt hier nicht irgendwie hohler Dank und blablabla. Es gibt krasse Leute aus der Community. Es gibt sehr krasse Leute. Ihr werdet auch einfach sehen, was wir für Sachen machen. Also ihr werdet es sehen, misst uns nicht an den Worten, die wir gerade sagen, sondern an den Taten, die nächstes Jahr folgen werden. Und daran könnt ihr uns dann messen und dann werdet ihr alles sehen, was wir machen. Vielleicht labern wir auch nur Scheiße. Vielleicht. Und aber du musst unbedingt lernen, so einen Punkt zu setzen. Ja, muss ich. Das musst du krass lernen. Vor allem nicht nur am Ende den Punkt zu setzen, sondern auch mal zwischendurch, damit man es besser schneiden kann. Weil Tim sein Satz besteht aus und du denkst, Digga, Mann, ist der Satz zu Ende, aber geht immer weiter. Wir laden einfach Uncut hoch. Safe laden wir es nicht Uncut hoch. Also ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Du hast recht. Ich sag zu viel, du sagst manchmal zu wenig. Und ich will dich nur dazu animieren, dass du manchmal ein bisschen mehr sagst. Ich sag dann, wenn es was angebracht ist. Ja, manchmal. Oder ich mülle die Leute mit Scheiße voll. Sag mal kurz, findest du nicht, dass er manchmal auch wesentlich mehr intelligente Dinge zu sagen hat, als er denkt? Okay, gut. Okay, Freunde. Nee, danke. Danke fürs Zuschauen. Sorry für dass ich jetzt hier so viel deiner Zeit gefickt habe und auch eurer. Aber was? Schlappst du. Okay. Gut, Freunde, also das war's mit dem Video. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, noch was euch irgendwie interessiert, was euch aufgefallen ist und so. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ich werde dann auch vielleicht in dem einen oder anderen Stream darüber sprechen. Weil da gibt's noch tausend Sachen, die einem einfallen. Ich sag's euch, wir haben da auch, glaube ich, tausendmal drüber gesprochen. Und da fallen uns immer neue Dinge ein. Aber ich finde es ganz spannend, dass ihr uns auf diesem Weg so begleitet, diese Entwicklung mitmacht. Weil es ist ein bisschen wie Selbsttherapie, die wir hier machen. Fühlt es nicht so an, als würde man irgendwie zu einer Kamera sprechen, sondern es ist irgendwie intimer als das. Ja, ob man das gemerkt hat oder nicht, das bleibt euch überlassen. Und ansonsten freue ich mich auf ein nächstes Jahr. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch Gesundheit und Glück. Ich wünsche euch auch die Kraft, dass ihr euren scheiß Arsch hochbekommt, damit ihr das tun könnt, was ihr für richtig haltet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich dieses Jahr gemerkt, weil ich glaube, dass das ist das, was uns beide hier zusammen sitzen lässt. Und ja, Freunde, wir sehen uns dann mit Podcasts, mit Streams und Co. Bei Nico hoffentlich mit Vlogs, sobald Corona vorbei ist. Und dann